Hallo, bevor ich weitermache hier jetzt mit 150 cm Octabox und ganz vielen Lichtformern und so weiter, mal so die generelle Frage. Soll man sich Studioblitze kaufen oder Aufsteckblitze? Was ist denn so generell die Vorteile? Wir haben im ersten Teil schon mal nebeneinander gehalten, sind Aufsteckblitz und Studioblitz, einen kleinen Studioblitz wohlgemerkt. Hier ist jetzt ein größerer drin. Dann haben wir gesagt, ein Aufsteckblitz hat sehr viel weniger Leistung. Dafür ist er kleiner und günstiger. Und der kann halt nicht so große Lichtformer ausfüllen. Und die große Frage ist jetzt natürlich im Raum, brauche ich denn überhaupt einen Studioblitz? Nein, brauchst du nicht. Egal was du machst, egal was du machst, man kann alles mit Aufsteckblitzen machen. Guckt auf YouTube rum, es gibt alles, was man auch mit Aufsteckblitzen machen kann. Aber es macht irgendwann keinen Sinn mehr. Es gibt zum Beispiel von Canon gesponserte Videos, wo Skifahrer beim Sprung fotografiert werden mit Aufsteckblitzen. Und ja, das geht. Man kann die Sonne im Schnee, was irgendwie schwierigste Situation ist, weil man maximal Licht hat, auch dann kann man die Sonne gegenblitzen mit Aufsteckblitzen. Aber dann braucht man sechs von den 600er Canons und hat da irgendwie Blitze für 4000 Franken stehen oder so. Ja, okay, dann geht das, super. Wer hat das? Ne? Also das nicht vergessen. Grundsätzlich kann man alles machen, aber es wird eventuell sehr mühsam, sehr teuer, aufwendig und so. Irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Dann macht vielleicht mehr Sinn, einen Porti zu nehmen oder eben Studioblitz zu nehmen und Generator und so weiter. Okay? Also man muss keine Studioblitze haben. Sie machen einem wie üblich das Leben einfacher. Und das werden wir gleich sehen. Warum? Nämlich wegen den großen Lichtformern, wegen mehr Power. Und was wir so am Rande gesagt haben, aber noch nicht wirklich drüber gesprochen haben, ich habe ein Einstelllicht. Ja? Ich habe hier eine Lampe drin, eine ganz normale Glühbirne, wie es sie früher mal gab. In meiner Jugend quasi. Und dadurch kann ich sehen, wo das Licht fällt. Das kann ich mit dem Aufsteckblitz nur sehr, sehr bedingt. Und das macht mir als Fotograf das Leben sehr viel einfacher. Gerade wenn ich schwierige Sachen mache. Nicht bei Porträts, nicht bei Bewerbungsfotos, aber wenn ich Sportler fotografiere in interessanten Posen oder bei der Aktfotografie, macht das Leben sehr, sehr viel einfacher, wenn man das Studio dunkel machen kann. Und dann hat man nur die Einstelllichter an und dann sieht man genau, wo Licht und Schatten fallen. Macht es viel, viel einfacher. Alternativ kann man natürlich Dauerlichtlampen nehmen, dann hat man den gleichen Effekt. So, ich hoffe, das hat ein bisschen die Frage beantwortet. Aufsteckblitze, Studioblitze, man braucht keins von beiden. Es hat einfach ein paar Vorteile, die Studioblitze zu nehmen. Und ihr müsst selbst entscheiden, das kann ich euch nicht abnehmen. Aber die Frage kommt häufig, was soll ich mir kaufen? Und dann kriege ich seitenlange E-Mails. Das weiß ich nicht. Genauso wenig, wie ich dir sagen kann, welches die beste Kamera für dich ist. Das musst du dir selbst überlegen. Überleg dir, was du brauchst, wie viel du das nutzt. Fange halt klein an, aber denk ein bisschen in Systemen. Weil wenn du mal Elinchrom-Blitze hast, dann hast du halt den Elinchrom-Anschluss. Und dann wird es einfach schwieriger, ein anderes System anzuschließen. Großer Vorteil bei den Valimax Softboxen ist auch, die haben Adapter, relativ bezahlbar. Das heißt, ich kann im Moment meine Boxen, ich habe halt eben gemischtes System mal wieder. Ich habe Valimax, ich habe Jinbei und ich habe Elinchrom. Und mit dem Adapter kann ich die meisten Softboxen austauschen, nur halt die Elinchrom-Blitze nicht, also die Elinchrom-Softboxen. Die muss ich dann irgendwie. Gibt es auch einen Adapter für, aber der ist sehr teuer und sehr mühsam. Okay, also auch das spricht dafür. Ich wollte keine Empfehlung geben, aber spricht schon ein bisschen für Valimax. Auch wenn sie mühsam sind, zusammenzubauen und so. Aber zumindest sind sie flexibel. Ja, man kann ein bisschen Geld sparen. Und ja, okay, also einen lasse ich noch los. Ich habe Valimax-Blitze, die würde ich mir nicht nochmal kaufen. Das habe ich schon mal gesagt, die würde ich mir nicht nochmal kaufen. Empfehle ich nicht. Die Elinchrom finde ich grundsätzlich, sind die gut, zuverlässig und klein, funktionieren. Ich finde den Verschluss einfach sehr mühsam. Also wirklich ein riesiges Gefummel immer mit dem blöden Verschluss. Hasse ich wie die Pest. Auch deswegen benutze ich die häufig nicht, weil es mir auch zu fummelig ist. Und ich benutze dann doch die blöden Valimax-Blitze, weil es einfacher ist, da die blöde Box ranzukriegen. Wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Das ist sehr viel einfacher. Ich habe ja auch den Jinbei HD600 Porti zum Beispiel. Da kann ich die Softbox aber ranstecken, gut ist. Kein Gefummel, kein gar nichts. Das spricht sehr für. Aber die haben auch andere Nachteile. Ist wieder das. So, okay, genug Empfehlung. Okay, ich hoffe, das war so ein bisschen das Wort zum Sonntag quasi, auch wenn Samstag ist. Und jetzt wechseln wir und machen mal wirklich mal große Softboxen an.